Heute ist Tag der deutschen Arbeit, ein guter Tag. Viele Vereine, Organisationen, Gewerkschaften nutzen den Tag für Kundgebung, um auf die Situation im Berufsgeschehen und auf den Arbeitsmarkt aufmerksam zu machen. Aus meiner Sicht muss in vielen Berufsbranchen besser bezahlt werden. Trotz Mindestlohn und auch bei Fachkräften in der Pflege ist dieser noch nicht ausreichend. Ein Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte von 4.000 Euro brutto wäre sicherlich angemessen. Dennoch ist es so, dass immer noch zu viele Leute trotz Aufbesserung der Gesetze auf einen befristeten Arbeitsvertrag, auf befristete Arbeitsverträge laufen. Na klar, häufig sind diese mit Sachgrund angegeben. Die Gefahr ist aber, dass die in einer so langen Schlange sitzen, dass immer wieder an eine Aneinanderkettung von einem befristeten Arbeitsvertrag nach dem anderen zugeschaltet wird und diese Menschen in so einer schlechten Situation sind, dass sie auch zum Beispiel keine Darlehen von Banken und so weiter erhalten und überhaupt gar keine sichere Berufsexistenz haben. Ein weiterer wichtiger Teil ist für mich vor allen Dingen, dass gute Arbeitskräfte in Deutschland geschaffen werden müssen. Und hierzu braucht es eine gute Innovation. In Deutschland muss viel mehr Geld in Wissenschaft und vor allen Dingen in Forschung stecken. Gerade in der Pflege sehen wir es doch, dass teilweise hochakademisierte und studierte Pflegekräfte, die auch richtig gut sind, zu wenig Platz haben und hier auch wenn sie aus dem Ausland kommen, überhaupt gar keine angemessenen Arbeitsplätze vorfinden. Diese müssen geschaffen werden.